Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zu Mustermatt. Übermorgen ist der erste Advent und das heißt natürlich, heute beginnt das große Weihnachtspreislösen auf diesem Kanal. In dieser Folge und in den nächsten dreien werde ich euch jeweils ein Rätsel zeigen, das es zu lösen gilt und wie in den letzten Jahren winken fabelhafte Gewinne. Dazu komme ich gleich. Das andere, mit dem ich euch in der Vorweihnachtszeit begleiten möchte, sind vier Probleme, die eine ganz besondere Auszeichnung bekommen haben. Und dieses Jahr habe ich mir gedacht, weil es ein olympisches Jahr ist, ich nehme vier Probleme, die in einem olympischen Turnier einen ersten Preis gewonnen haben, also quasi eine Goldmedaille. Den Anfang macht ein Zweizüger von einem indonesischen Komponisten, von dem ich keine Ahnung habe, wie man den Namen ausspricht. Was ich weiß, ist, dass der 1984 den Titel eines Großmeisters für Schachkomposition bekommen hat und dass er 14 Jahre seines Lebens in Stuttgart gelebt hat. Sehen wir uns das Stück mal an. Dem erfahrenen Löser fällt sofort auf, dass die beiden schwarzen Springer da unten in einer Halbfesselung stehen. Sobald einer von den beiden zieht, bleibt der andere gefesselt zurück. Und wir können davon ausgehen, dass das im Laufe der Lösung irgendwie ausgenutzt wird. Das Matt, das Weiß drohen möchte, ist Dame H6. Und um dort im zweiten Zug mit der Dame hinzukommen, dafür gibt es verschiedene mögliche Schlüsselzüge. Probieren wir es mal mit Dame C6. Wie gesagt, es droht jetzt Dame H6 matt. Es gibt zwei thematische Verteidigungen von Schwarz. Die erste ist Springer E4, dann folgt das Matt Springer D5, ein Fesselungsmatt. Wenn der schwarze Springer auf E3 nicht gefesselt wäre, könnte er eingreifen, so aber nicht. Und die zweite Thema-Variante ist Springer G4, dann kommt Dame F3 matt, auch unter Ausnutzung der Fesselung des Springers auf D2. Aber Schwarz hat eine Verteidigung, nämlich Turm B6. Das war also nur eine Verführung. Die zweite Verführung beginnt mit dem Schlüsselzug Dame H8, wieder die Drohung Dame H6 matt und wieder die gleichen schwarzen Themazüge. Springer E4, jetzt kommt Dame H4 matt, ein neues Fesselmatt. Und auf Springer G4 folgt Dame D4 matt. Aber auch hier gibt es eine Parade. Schwarz kann spielen Springer F3. Und jetzt kommt die Lösung. Dame E6, wieder mit der Drohung Dame H6 matt. Diesmal folgt auf Springer E4 das Matt. Dame schlägt F5. Und auf Springer G4 setzt diesmal der Turm matt, Turm C4. Wenn der schwarze Springer nach F3 zieht, dann kommt schließlich das Matt. Dame schlägt F5. Das sind drei Mattwechsel auf die schwarzen Themaparaden mit insgesamt sechs verschiedenen Fesselungsmatts. Ich löse mal gerade den Cliffhanger auf. Das war ein Hilfsmatt in fünf Zügen. Es beginnt mit der Unterverwandlung A1 Läufer. Warum Schwarz keine Dame wählen darf, das werden wir gleich sehen. Der weiße König macht sich auf den Weg, König G5.
Läufer schlägt B2, König F4, Läufer schlägt C3. Und wenn das jetzt eine Dame wäre, dann könnte der König seinen nächsten Zug nicht machen, nämlich König E3, Läufer A1, König D2, Bauer nach B2 und Springer C3 ist matt. Und los geht's mit dem Weihnachtspreislösen. Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Kurzfassung: In den 4 Folgen vor Weihnachten zeige ich euch jeweils ein Rätsel. Wenn ihr mitmachen wollt, müsst ihr mir die Lösung schicken per Mail an die Adresse mustermatt@dieschwalbe.de. Man muss nicht alle Rätsel lösen und ihr könnt mir die Lösungen schicken, wann ihr wollt, bis zum Einsendeschluss, und das ist der 26. Dezember. Für jede richtige Lösung bekommt ihr bei mir ein virtuelles Los, und aus allen Losen ziehe ich dann am Ende die Gewinner. Man kann also schon gewinnen, wenn man nur ein einziges Rätsel richtig gelöst hat. Wenn man alle löst, sind die Chancen natürlich entsprechend größer. Und das sind die Preise. 4. bis 6. Preis, ein Mustermatt-Kartenspiel. 2. bis 3. Preis, eine Mustermatt-Tasse. Und der 1. Preis ist eine Mustermatt-Armbanduhr. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen, was immer das heißt. Und damit komme ich zum ersten Rätsel. Die Stellung da links auf dem Brett könnte euch bekannt vorkommen, die habe ich schon mal gezeigt in Folge 144. Ein ganz fantastisches Retro-Stück von Wolfgang Dittmann, wenn ihr die Folge nicht gesehen habt. Guckt sie euch ruhig nochmal an. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Die Forderung ist: Verteidigungsrückzüger matt in 1 vor 10 Zügen, Typ Proker, und es gilt die Bedingung Antizürze Typ Chelon. Das klingt fürchterlich kompliziert. Für das Rätsel heute braucht ihr aber gar nicht zu wissen, was ein Verteidigungsrückzüger ist. Ihr müsst nur wissen, wie Antizürze funktioniert, und das ist auch nicht so schwierig. Antizürze bedeutet: Wenn ein Stein einen gegnerischen Stein schlägt, dann verschwindet der ganz normal vom Brett. Der Schlagtäter bleibt aber auch nicht auf diesem Feld stehen, sondern wird auf das Feld versetzt, auf dem er in der Partie Anfangsstellung gestanden hat. Wenn ein König irgendetwas schlägt, dann wird er also zurückversetzt nach E1 oder nach E8, eine Dame nach D1 oder nach D8, ein Läufer nach C1, F1, C8 oder F8. Bei einem Springer kann man ja nicht wissen, wo der ursprünglich mal gestanden hat, und da verfährt man so: Wenn das Schlagfeld weiß war, dann wird er auf das entsprechende weiße Wiedergeburtsfeld zurückversetzt. Also wenn zum Beispiel ein weißer Springer einen Turm auf D5 schlägt, dann wird er nach B1 zurückversetzt. Mit den Türmen wird genauso verfahren. Und die Bauern schließlich, die landen dann wieder auf der 7. oder auf der 2. Reihe, und zwar auf der Linie, auf die sie geschlagen haben. Also nach dem Zug Bauer E5 schlägt Dame D4, wird dieser Bauer zurückversetzt nach D7. Wenn das Wiedergeburtsfeld besetzt ist, dann kann der Schlag nicht ausgeführt werden. Unter Umständen heißt das auch: Dann gibt es kein Schachgebot. Es gibt zwei Varianten von Antizirze. Beim Typ Chelon darf ein Stein nicht auf das Wiedergeburtsfeld schlagen. Also ein weißer König dürfte nicht von F1 aus eine schwarze Dame auf E1 schlagen. Das ist verboten. Beim Verteidigungsrückzüger nehmen Weiß und Schwarz abwechselnd Züge zurück. Und als ich dieses Stück in Folge 144 vorgestellt habe, habe ich gesagt, stellen wir uns doch erstmal die Frage, welche Züge kann Weiß denn überhaupt zurücknehmen? Und wenn wir erstmal überlegen, wie wäre das im orthodoxen Schach, dann ist die Sache klar. Der letzte weiße Zug muss natürlich einer mit dem König gewesen sein.
Der kann gekommen sein von D1, D2, E2, F2 oder F1. Und er kann auf E1 entweder gar nichts geschlagen haben oder eine Dame, ein Turm, ein Läufer oder einen Springer. Das macht 5 mal 5 Möglichkeiten, also insgesamt 25 verschiedene letzte mögliche Züge. Wenn wir jetzt nach den Anti-Zirze-Regeln spielen, dann sind die Möglichkeiten sehr viel weniger, wenn der König von einem Nachbarfeld nach E1 gezogen hat, denn dann kann er dort nichts geschlagen haben. Er kann aber auf irgendeinem anderen Feld irgendetwas geschlagen haben und damit ergeben sich eine Vielzahl von Möglichkeiten. Der letzte Zug könnte zum Beispiel gewesen sein, König F5 schlägt schwarze Dame auf E5. Oder König C4 schlägt schwarzen Springer auf B4 und so weiter. Und die Rätselfrage heute ist, wie viele Züge sind es denn jetzt genau? Wie viele mögliche Rückzüge gibt es? Als Antwort reicht mir, wenn ihr mir nur diese Zahl schickt. Ihr müsst keine Erklärung dazu schreiben, wie ihr darauf gekommen seid. Ich bin gespannt auf eure Einsendungen und freue mich über jeden, der mitmacht. Das war's für diesmal. Nächste Woche gibt es Rätsel Nummer 2 und ein Goldmedaillen-Hilfsmatt. Wenn euch das Video heute gefallen hat, freue ich mich wie immer über Likes und über neue Abonnenten. Die Kommentarfunktion ist in den nächsten Wochen deaktiviert. Jetzt bleibt mir nur noch, euch eine entspannte, fröhliche, vielleicht auch besinnliche Adventszeit zu wünschen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.